Den haben wir. Aber ich glaube, wir sollten hier besser weg. Hui, der Kampf war knifflig. Den Widersacher der Ferrer haben wir tatsächlich ausschalten können. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Der macht uns in diesem Spiel keine Probleme mehr. Irgendwie komme ich hier nicht hoch. Da wir ihn nämlich irgendwie auf halber Strecke um. Wir müssen scheinbar hier irgendwie von Podest zu Podest hangeln. Und nach Möglichkeit uns nicht von diesen Felsen hier erschlagen lassen. Gut, hat funktioniert. Soweit, so gut. Dann irgendwie nur schnell aus diesen Stollen hier rauskommen. Wow. Die Stollen brechen irgendwie gefühlt gerade. Ja, gut. Und jetzt? Sind wir irgendwie irgendwo im Nichts? Okay. Ich glaube, das ist ein Bug. Letzten Kontrollpunkt neu starten. Ja, was soll man machen? Das hat hier gerade etwas gebuggt. Ey, wenn wir jetzt nochmal den Ferrer nochmal neu töten müssen, ne, dann springe ich hier im Dreieck. Nee, wir dürfen nur diesen scheiß Parcours nochmal neu laufen. Die Höhle wird instabil. Danke für den Hinweis, Spiel. Danke. Wäre ich ja so nicht drauf gekommen. Ich dachte, das Rütteln und diese herabstürzenden Felsen gehören so. Okay, der Hinweis, wir sollen diesen Felsen ausweichen. Ja. Fast funktioniert. Nur in 2 von 2 Fällen sind wir nicht ausgewichen. Ja, wir sind in der Aufnahme heute, was angeht, der Wurm drinne. Aber den? Huhu. Es war gerade unser Charakter weg. Mich dünkt, das ist hier gerade etwas buggy. Schon ein kleines bisschen. So ein Müh. Haben wir jetzt wieder einen Charakter? Ja, jetzt haben wir wieder Aveline. Sehr schön. Eben hatten wir nichts. Ja, für Bugs kann ich nichts. Das ist ein bisschen Entertainment jetzt hier, die Bugs. Ein bisschen Unterhaltung. Gut, der Felsbrocken hat uns erwischt. Das macht nichts. Wir leben noch. So. Irgendwie ist das hier buggy an dieser Stelle. Oder kommt man hier irgendwo wieder hoch? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so gehört. Leicht verbuggt hier gerade das Ganze. Sorry Leute, aber irgendwie ist hier gerade bugfest. Aber wenn die vielleicht ein bisschen schneller kommen, die Höhle stürzt ein. Oh Mann. Fast schon eine halbe Stunde aufgenommen, abgesehen von dem Kampf gegen die Ferrer und ein bisschen gelaufen, nichts geschafft. Gut, der Kampf war schwer und das hier war leicht verbuggt. Okay. Da hatte Aveline keine Lust zu klettern. Mädel, laufen! Ich komme gerade nicht hoch. Irgendwie ist dieses Spiel heute buggy. Ich weiß auch nicht warum.
Naja, hat ein bisschen Unterhaltungswert. So, ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer sein. Und zwar, wenn wir an diesem Brett hängen. Ah, okay. Das hätten wir machen müssen. Warum hat das Spiel das vorher nicht gemacht? Ach was. Aveline. Maman? Unmöglich. Ich gab dich in Madeleines Obhut zu deiner Sicherheit. Dich und mein Herz. Welch grausames Schicksal führt dich her? Und du trägst die Klinge des Feindes? Sag mir nicht. Ich dachte, du seist tot. Versteh mich bitte. Sie wollten mich töten. Mir mein Herz nehmen. Ich wollte dich nie verlassen. Ist es das? Hat Agathe dich geschickt, mich zu töten? Bitte sag mir nicht, dass dein Hass so groß ist. Ich hätte dich nie... Dich töten? Nein, ich kam aus freien Stücken. Aveline, die Scheibe darf nicht in Agathes Hände fallen. Hat er sie, wäre alles, was ich finden und schützen wollte, seit ich Nouvelle Orléans verließ, zerstört. Woher kennst du ihn? Und wovor hast du solche Angst? Vor langer Zeit... Nein. Tut mir leid, Aveline. Ich hoffe, du kannst mir einst verzeihen. Mama! Und wieder weg. Das war interessant. Scheinbar ist Agathe nicht der, der er zu sein vorgibt. Animus Erinnerungsnotizen. Deferer ist tot und die Sklavenkolonie befreit, also reist Aveline zurück nach New Orleans. Bei ihrer Rückkehr muss sie feststellen, dass sich ihre alte Welt völlig verändert hat, doch die Identität des Companyman bleibt weiterhin rätselhaft. Das ist ja eine Drahtzieher allen Übels, wenn wir uns erinnern. Okay, die spanischen Herrscher erleichtern die Freilassung der Sklaven und unterstützen den freien Handel. Klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Sklavenbefreiung und so. Prinzipiell gut. Aveline. Ich... Gerald, du siehst mich an wie einen Geist. Ich verließ Chichen Itza, sobald es sicher war. Dann warst du... erfolgreich. Kann man so sagen. De Ferrer macht uns keinen Ärger mehr. Doch, es steckt noch mehr dahinter. Wie immer. Auch ich habe viel zu erzählen. Die Spanier sind... unseren Zielen nun wohlgesonnen. Es könnte jetzt leichter sein, den Sklaven zu helfen. Geht es denn wirklich zum ersten Mal friedlich zu in unserer Heimat? Erst mit dir ist es wieder eine Heimat. Ich fürchte, die Willkommensfeier ist nun beendet. Die Arbeit. Es gab einige seltsame Vorfälle. Im Bayou gibt es Ärger mit Männern in spanischen Uniformen. Ach. Sagtest du nicht, die Spanier und wir hätten nun dieselben Ziele? Das macht es ja so... seltsam. Arbeiten sie insgeheim für... Das müssen wir herausfinden. Es gibt eine Spur. Ein Informant hat gesehen, wie einige Soldaten bestochen wurden. Für wen? Das finde ich raus. Klingt beunruhigend. Aveline, vergisst du denn nicht etwas? Bitte, Gerald. Das ist nicht die Zeit. Ich wollte dir nur das hier... Oh, danke. Ich glaube, sie hatte an was anderes gedacht. Es ist zu lange her. Ich habe tatsächlich nicht drauf geachtet, wie lange, aber ein bisschen auf jeden Fall. So, mal gucken. So, unsere Handelsmöglichkeiten haben sich ja ein bisschen erweitert. So. Okay, hier haben wir 4 Schiffe. Hier kaufen wir mal Waren. Ja, mach mal voll. Und das Schiff entsenden wir. Wo kriegen wir denn einen guten Preis für unsere Ware? Sevilla würde 620 zahlen, aber das bringt, glaube ich, wenig. Hier haben wir das geringste Risiko. So,
Waren kaufen. Hier kaufen wir mal ein bisschen Zucker. Wohin entsenden wir den? Wo kriegen wir gute Preise? Sevilla, 1000. Naja, ist mir ein bisschen zu riskant. Schicken wir erstmal dahin. Und dich entsenden wir wieder hierhin. Und hier kaufen wir nochmal ordentlich Tabak. Das Schiff entsenden wir auch nach hier. So, wo haben wir noch Schiffe? Kommt. Was haben wir denn hier? Hat Worte benötigt irgendwas anderes? Benötigt irgendwas anderes. Port-au-Prince verkauft. Okay, hier kaufen wir mal ein Schiff, hätte ich was gesagt. Was ist das günstigste Schiff, was wir kaufen können? Gar keins. Wir können uns kein Schiff mehr leisten. Hier ist allerdings ein Schiff. Hier können wir ein bisschen Tabak kaufen. Und das entsenden wir hier hin. Okay. So, wir haben jetzt kein Geld mehr, aber wenn die Schiffe alle ankommen, haben wir reichlich Geld. Es gibt also seltsame Vorfälle im Bayou. Das wollen wir uns mal näher angucken. Den Anwerber finden. Ich würde mich jetzt gerne als Assassinen verkleiden, wenn das Spiel es zulässt. Schauen wir einfach mal, ob wir uns umkleiden dürfen. Darf man ja nicht unbedingt in jeder Mission. Und die schwere Jerne, die Assassinen. Okay, das dürfen wir, das ist sehr schön. Viel besser. So. Mehr Gesundheit, mehr Kampfkraft. Wollten wir jetzt das Waffenrad? Hier hatten wir das Waffenrad. Zuckerrohrmachete, genau. Und hier hätte ich ganz gerne... Genau, so. Genau, die Zuckerrohrmachete ausgerüstet, für den Fall, dass es zur handgreiflichen Auseinandersetzung kommt, was durchaus wahrscheinlich ist. So, und irgendwer hat jetzt die Wachen bestochen und denjenigen müssen wir jetzt ausfindig machen und, nennen wir es mal höflich, verhören. Keine Ahnung, wer das war, ich habe ihn einfach mal getötet. Ach Leute, wollt ihr das wirklich? So, wo ist jetzt dieser blöde Anwerber? Hallo? Na, Schnuggi? Da ist sie! Versuch's gar nicht erst, Freundchen. So, wo ist jetzt dieser mysteriöse Anwerber? Der wird bestimmt nicht, genau, auf offener Straße sein. Ich glaube, das ist er. So, wo geht er längs? Oh fuck, der kommt hier längs. Kann ich mich hier nicht auf der Bank irgendwie verstecken? Wo verstecken wir uns immer am besten? Die haben Laternenfahrer, ganz unauffällig, Avelin. Steck mal irgendwo anders hin, dass er dich vielleicht nicht sofort sieht. So, wo will er jetzt hin? Ich stehe hier nur. Oh Mann, der kommt, der geht genau da links, wo wir immer stehen. Ich würde sagen, jetzt kommt er wahrscheinlich auch hier oben. Wahrscheinlich, man kann ihn noch nicht so markieren wie in Assassin's Creed 3.
Jedermann hat seinen Preis. Okay, ich wollte uns gerade Anonymität erkaufen, aber wir haben kein Geld. Dann müssen wir den so verfolgen. Während wir selbst doch auf fast auf Fahndungsstatus 3 von 4 sind. Was macht er da jetzt? Sieht's aus, als würde er einkaufen. Hoppala. Der läuft irgendwie Schlangen in Linien. Der Typ hat einen sitzen oder was? Steigen uns einfach mal in der Menschenmenge hier hinter ihm her. Bildet er sich jetzt original die Schuhe? Ist zwar mega authentisch, aber irgendwie unnötig. So richtig unnötig. Naja, gut, können wir nicht ändern. Est-elle donc folle? Okay, jetzt passiert irgendwas. Wie ihr hier sehen könnt, ist mein Auftraggeber bereit, sehr großzügig zu sein. So scheint es. Dann werdet ihr euch uns anschließen? Sie. Haltet sie! Überraschung. So, wen müssen wir jetzt töten? Die Wachen oder den Typen? Den Anwerber. Haben wir nicht. Ah, okay, ich habe die Peitsche ausgerüstet. Können wir eigentlich mal... Ah, ich will kein Adlerauge. Glaubst du, ich hätte Angst vor dir? Oh, diese schnellen Wachen, das nervt. Wir müssen eigentlich nur nah genug rankommen von unserer Peitsche. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du machst mir keine Angst. Du mir auch nicht, Kollege. Ah, schade, die können wir gar nicht vorher kriegen. Okay, wir müssen in das Fort rein. Der ist in irgendeine Festung geflüchtet. Na, dann wollen wir doch mal hinterher in diese Festung. Den Anwerber lokalisieren und unentdeckt bleiben. Oha, da verlangt man aber ganz schön viel von uns. Bei unserer wundervollen Peitsche können wir aber uns geschwind hier über die Dächer schwingen. Das hier ist ein Aussichtspunkt, der uns noch fehlt. Den, finde ich, können wir schon mal synchronisieren, wenn wir direkt daneben stehen. Drin führt auch eine Leiter hoch, aber ganz ehrlich, solche Leitern sind zum Mainstream. Wir schaffen das auch so. Einmal Aussichtspunkt synchronisieren dürfte einer der letzten in New Orleans sein, glaube ich, wenn nicht sogar der letzte. Ich weiß nicht, ob es ein Steam, ein Uplay-Achievement, wenn man alle lokalisiert hat. Gelbschuss 4300, einer unserer Konvois ist angekommen.